Hallo, hier geht's zur dritten Aufgabe von der Q1-Klausur, Übungsklausur. Und da geht es um die Integralrechnung von der Änderungsrate zum Bestand. Das heißt, hier wollen wir uns anschauen, welche Bedeutung ist die Frage und welche geschätzte Größe hat der Flächeninhalt zwischen dem Graphen und der x-Achse über dem Intervall 0,4, wenn x die Zeit in Stunden ist und y die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Das heißt, das allererste, was man sich klar machen muss, was ist x? Das heißt, wir schreiben uns x auch wirklich richtig hier dran. X ist die Zeit und zwar in Stunden. Y schreiben wir uns auch hier richtig dran. Das ist die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Dann weiß man nämlich auch schon mal, was der Graph aussagt. Und dann kann man sich auch klar machen, welche Größenordnung nachher diese Größe haben wird. Das heißt, beschreibe mal den Graphen. Was passiert hier? Hier fährt ein Auto mit irgendeiner Geschwindigkeit und hier fährt es 0 Kilometer pro Stunde. Es steht also irgendwo. Jetzt fängt das Auto an zu fahren. Das heißt, an diesem Punkt hier ist es eine Stunde gefahren und fährt jetzt 3 Kilometer pro Stunde. Das heißt, es fährt mit einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde. Wir können also schon mal festhalten, das ist also vielleicht ein Bobbycar von einem Kind. Und das fährt nach einer Stunde, fährt es also 3 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wenn es die gesamte Zeit, die 3 Kilometer pro Stunde gefahren wäre, dann hätte es also jetzt hier in diesem Teil eine Strecke von 3 Kilometern zurückgelegt. Aber das ist natürlich gar nicht so viel. Also muss man ungefähr abschätzen, wie viel wäre das jetzt. Und wir müssen überlegen, was gibt also jetzt der Graph an? Und das ist vielleicht erstmal eine ganz wichtige Info. Das heißt, der Graph, der gibt die Geschwindigkeit und die Fläche die hat die Bedeutung, dass es dann die Strecke ist. Und zwar die Strecke in Kilometern, weil der Graph ja in Kilometer pro Stunde war. Das heißt, der Graph ist also die Änderungsrate und die Fläche ist dann der Bestand. Das ist also hier immer die Änderungsrate. Und das hier ist dann entsprechend der Bestand. Und zwar ist es immer die Fläche unterhalb des Graphen. Zwischen der x-Achse und dem Graphen. Das heißt, diese Fläche, die müssen wir jetzt irgendwie einschätzen. Und das können wir jetzt ganz geschickt machen, dass wir sagen, wir schätzen das jetzt hier so ab, in zum Beispiel in so einem Dreieck. Hier könnten wir zum Beispiel so ein Trapez verwenden, um das abzuschätzen. Hier wäre das entsprechend das gleiche Trapez und hier nochmal das gleiche Dreieck. Das heißt, wir haben sogar eine Symmetrie. Das heißt, wir brauchen diese ganze Abschätzung auch überhaupt nur für die eine Hälfte machen.
Das ist auch schon mal eine interessante Beobachtung. Oder wir können einfach hier so Kästchen zählen. Das heißt, wir wissen, so ein Kästchen hat jetzt die Fläche, wenn man eine Stunde lang einen Kilometer pro Stunde fährt, dann würde die Fläche also einen Kilometer bedeuten. Und das ist doch vielleicht am geschicktesten, wenn wir jetzt hier so Kästchen reinzeichnen. Das heißt, hier wäre ein Kilometer, hier wäre wieder ein Kilometer, da der nächste Kilometer, hier der nächste Kilometer. Ihr seht, das ist ein bisschen größer, aber dann müssen wir halt dieses irgendwo anders dann wieder einsparen. Und hier vielleicht dann so das letzte Kästchen. Und jetzt können wir eben gucken. Das heißt, hier könnten wir nochmal so ein halbes Kästchen nehmen. Hier auch nochmal so ein halbes Kästchen. Und hier vielleicht auch nochmal so ein halbes Kästchen. Obwohl, das ist vielleicht schon zu viel. Dieses hier würde vielleicht dahin passen. Das, was hier übersteht, passt vielleicht dahin. Und dann können wir zählen. Also das sind also jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 11 Kilometer Strecke hat das Kind oder wer auch immer in 4 Stunden, man darf ja auch nicht vergessen, dass es sich hier um 4 Stunden handelt, zurückgelegt. Genau, wichtig ist, dass ihr immer wisst, die Änderungsrate ist der Graph und dann ist die Fläche unter dem Graphen, ist dann entsprechend der Bestand. Und bei der Geschwindigkeit ist das eben dann die Strecke in Kilometern. Und die können wir abzählen, entweder mit Obersumme, Untersumme, mit Dreiecken, Trapezen oder einfach mit einzelnen Kästchen, wo wir dann bestimmen müssen, was ein einzelnes Kästchen bedeutet. Das können wir vielleicht hier nochmal mit dazu schreiben. Das heißt, ein Kästchen bedeutet ja, man fährt eine Stunde, einen Kilometer pro Stunde. Also bedeutet eben ein Kästchen genau einen Kilometer Strecke. Das Minus ist ein bisschen doof. Das heißt, man muss sich in Mathe auch immer Gedanken machen, was für Zeichen nimmt man da. Und so ein Minuszeichen bedeutet ja eine Stunde minus ein Kilometer pro Stunde. Sowas dürfte man nicht schreiben. Und da muss man sich dann überlegen, vielleicht ein Komma. Am besten ist natürlich immer einen ganzen Satz zu schreiben. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und genauso wie eine Änderungsrate in Kilometer pro Stunde gibt es natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Okay, dann wünsche ich euch weiter viel Spaß beim Üben.